Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchrezension. Ich habe dieses Buch hier gelesen von Sissy Kanziora. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Und zwar ist das die liebe Sissy vom Kanal Typisch Sissy. Und sie hat ein Buch geschrieben zu ihrer YouTube-Videoreihe Hashtag Nur was ich mag. Das Buch heißt Nur was ich mag, Leben kann so einfach sein. Und es geht ums Ausmisten. Ich bin ja auch ein Freund vom Ausmisten. Ich mache das super, super gerne. Gerade wenn ich mal einen Tag habe, wo ich früh aufstehe und merke schon, es wird heute nicht so mein Tag, dann nehme ich mir gerne irgendwas vor. Mein Kleiderschrank, das Spielzeug der Kinder, einen Küchenschrank, irgendwie sowas, irgendwas im Keller und miste gerne aus, weil mich das befreit und das gibt mir ein besseres Gefühl. Und ich finde es auch super wichtig, dass man einfach mal Raum schafft und Platz schafft. Ich habe schon so viel aussortiert, dass ich zum Beispiel im Kinderzimmer wirklich zwei ganze Regale rausräumen konnte. Dafür ist das Kinderzimmer viel offener, freier. Die Kinder haben viel mehr Platz zum Spielen. Es ist so schön. Und wer so ein bisschen Motivation und vielleicht auch eine Anleitung dazu braucht, also ich bin Mensch, ich mache das prinzipiell sehr gerne. Und ich habe auch so ein bisschen ein System und weiß auch, wo ich noch was machen muss und so. Aber wer vielleicht so ein bisschen Anleitung und Motivation braucht, dem kann ich das Buch wirklich sehr empfehlen, weil sie fängt schon erstmal damit an, wie es denn überhaupt dazu kommt, dass wir uns sinnlosen Kram kaufen. Ich bin froh, dass ich nicht so ein Typ bin, dass ich nicht ständig shoppen gehe, dass ich nicht ständig im DM oder Rossmann Sachen nachkaufe, die ich in irgendeinem YouTube-Video oder so gesehen habe. Ich bin froh, dass ich nicht so ein Typ bin, aber ich weiß, es gibt viele da draußen. Und die haben dann dieses ganze Zeug rumliegen, 20.000 Duschgele und wann soll man das jemals aufbrauchen? Also es geht halt auch wirklich so, sie geht da auch wirklich an die Wurzel, warum wir uns manchmal so viel Kram anschaffen und wie wir das Ganze dann beheben. Es gibt auch eine Nur-was-ich-mag-Challenge, die mache ich zum Beispiel auch. Und da geht ihr dann Schritt für Schritt alles Mögliche durch. Ihr fangt mit dem Arzneischränkchen an, geht dann durch eure Unterwäsche, bei euren Schuhen, bei euren Handtaschen und überall schaut ihr halt, okay, was möchte ich behalten und was kann gehen? Und irgendwann merkt man dann, okay, eigentlich mag ich das nicht so gern, aber irgendwie brauche ich es halt, ja? Ich habe zum Beispiel eine Bettwäsche, die mag ich eigentlich gar nicht, aber ich brauche sie halt, weil ich sonst nicht genug Bettwäsche habe. Okay, was tue ich? Ich sortiere diese Bettwäsche aus, die ich eigentlich nicht mag. Und guck halt mal in Ruhe nach einer, die ich richtig, richtig schön finde. Also nur was ich mag, bedeutet halt auch im Gegensatz zu Minimalismus, dass man alles behalten darf, was man wirklich mag, was einen glücklich macht. Und du darfst auch Dinge nachkaufen. Ja? Also ich musste natürlich ganz, ganz viele Klamotten aussortieren nach der Schwangerschaft. Und da muss ich mir auch Sachen nachkaufen. Also nur was ich mag, bedeutet in dem Fall auch, dass ich mir halt mal wieder tolle neue Sachen gönnen kann. Und da achtet man dann aber auch wirklich mal auf Qualität, dass es auch wirklich passt. Ne? Also man entwickelt dann irgendwo so auch ein Bewusstsein. Das passiert automatisch, wenn du dich damit beschäftigst, was du hast und was du gerne magst, gehst du auch ganz anders einkaufen und guckst wirklich beim Einkaufen schon, okay, steht mir das wirklich? Werde ich das immer und immer und immer wieder anziehen, damit man nicht wieder solche Teile kauft? Ihr kennt das alle. Sieht super toll aus, man kauft es, weil man es mal tragen möchte und dann trägt man es nie. Und wenn man seinen Schrank aussortiert, denkt man so, oh, aber es ist so schön und irgendwann trage ich es. Nein, wenn du es die letzten Monate nicht getragen hast, schmeiß es weg, du wirst es einfach nicht tragen, auch wenn es super, super schön ist. Ja? Und wie gesagt, ich fand es super, super gut zu lesen. Man hat immer wieder auch die Möglichkeit, jetzt hatte ich gerade so eine Seite, wo man sich so seine eigenen Notizen dazu machen kann, was sie halt im Kapitel zuvor so geschrieben hat. Und es hat mir unglaublich gut gefallen, vor allen Dingen, weil sie das halt auch schon mal, sie hat das halt alles durch. Ne? Sie schreibt hier, sie war wirklich auch kaufsüchtig und ist dann zu diesem Prinzip übergegangen, ihre Wohnung halt zu befreien. Und du befreist deine Wohnung von Altlast und irgendwo befreist du da auch dich. Also deswegen immer, wenn ich sowas wieder mal aussortieren kann, macht mich das auch freier und es lässt mich freier atmen. Und wie gesagt, ich kann ganze Möbelstücke aussortieren, weil irgendwo mehr Platz ist. Und ich liebe das, wenn Wohnungen einfach nicht so vollgestellt sind, ne? Wenn sie dann einfach mehr Raum bieten, offener sind, heller sind. Das ist einfach so, so schön. Und es muss nicht auf jedem Fleck irgendwas stehen, ja. Es muss nicht alles mit Deko zugerammelt sein. Hauptsache, es steht da irgendwas. Das war bei mir früher so, dass die Anbauwand, das stand alles voll. Und mittlerweile stehen da nur so einzelne Teile, die ich halt super schön finde. Aber dadurch wirkt es viel freier und die Sachen kommen viel besser zur Geltung, als wenn da alles voll geballert ist. Also, ja. Und
Große, große Empfehlung. Einfach, weil ich das Thema Ausmisten halt super interessant finde, auch so im Leben mal auszumisten. Ja, mal so Social Media, ja, also so bei Instagram mal zu gucken, okay, welche Accounts finde ich eigentlich gar nicht mehr so toll, da zum Beispiel auch mal auszumisten. Also Ausmisten ist halt auch, kann man auf alle Bereiche halt einfach auch anwenden. Deswegen macht das mal, lest mal dieses Buch und dann sortiert mal euren Krempel aus, geht mal eure ganze Wohnung, euer ganzes Haus durch und mistet mal aus. Mir hat es großen Spaß gemacht, das ist wirklich eine große Empfehlung von mir. Ich verlinke euch das Buch unten in der Infobox, ist auch sehr sympathisch geschrieben, ne? Wenn man sie so von ihren Kanälen kennt, von ihrem YouTube-Kanal kennt, von Instagram kennt, und das spiegelt sich in dem Buch auch wieder. Also man bekommt auch schon gute Laune und auch Lust mitzumachen, wenn man das Buch liest. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Ich hoffe, die Buchempfehlung hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!